Das belarussische Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass Russland und Belarus ihre Truppenzusammenlegung erweitern werden. Zweck dieser Aufstockung soll der Schutz und die Sicherheit der Union von Russland und Belarus sein. Russische Streitkräfte, Waffen und spezielle Ausrüstung würde weiterhin in Belarus eintreffen. Des Weiteren würden gemeinsame Übungen der Luftwaffe vorbereitet. Zu welchem Zeitpunkt und wie die weitere Ausführung aussehen soll, gab das Verteidigungsministerium nicht an.